Problem mit dem Schmerz ist, wenn etwas weh tut, man hat Angst, was zu tun. Und wenn man nichts tut, wird die Schmerz dann steif. Und wenn es steif wird, tut es weh. Und wenn es weh tut, hat man Angst, was zu tun. Ein Teufelskreis. Aber dann gibt es auch was, das, was die Ärzte die sekundäre Krankheitsgewinn nennen. Es gibt Menschen, die nicht geheilt werden möchten und ihre Krankheit und ihre Schmerzen dazu benutzen, bei anderen Menschen Mitleid, Fürsorge und sogar Liebe zu erzeugen, was eine Art emotionale Erpressung ist. Was macht man, wenn etwas wehtut? Man verkrampft sich und hält die Atmung an. Und nach Tagen, Monaten, Jahren solche Verhalten bilden sich um die originale Schmerzherd, Verkrampfungen, Knoten. Und das nächste Mal, wenn es wehtut, sagen wir in 8 oder 9 Minuten, atmen. Der Schmerz geht nicht weg, aber man verkrampft sich nicht. Morgens früh, bevor man aufsteht, abends, bevor man einschlägt, ganz bewusst aus der Schmerzstelle atmen. Die Atmung ist eine sanfte, aber auch eine lange Art der Heilung. Ich kann euch leider in einer Sitzung, auch nicht in 30 Sitzungen, alle euren Beschwerden beheben. Ich hoffe, dass es mir gelingt, aber euch auf eure Atmung aufmerksam zu machen. Wenn die Bewegungen unverständlich sind, wenn es weh tut, lasst die Bewegung weg und einfach mitatmen. Wir sollten lernen, durch die Nase einzuatmen. Durch die Naseneinatmung wird die Luft auf Staub, Rauch, Krankheitskeime, Duft und Geruchstoffe geprüft. Sie wird vorgewärmt, befeuchtet, Schleimhäute, wichtige Nerven und Drüsen, denn werden angerichtet und unterstützt. Und durch die Nase ein und entweder durch die Nase oder durch den Mund ausatmen. Okay? Im Gegensatz zu vielen anderen Tai Chi und Qigong Systemen, die sich hier in Deutschland verbreitet haben, wir werden auch die sogenannte Langes- oder Gefühlsatmung ausführen. Aber öfter geschehen lassen, angepasste Bewegung. Wann man es geschehen lässt und wann man es führt, ist auch eine Gewohnheit oder Übungssache, die man auch heute nicht angewöhnen kann. Einfach zu wiederholen, mitatmen und hoffe, dass es dir gut tut.